Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Am Anfang direkt eine fette Info in euer Gesicht. Und zwar, ich nehme jetzt natürlich noch ein, zwei Folgen auf. Erst dann kann ich eure Namen eintragen, wenn ihr Namen in die Kommentarsektion geschrieben habt. Oh, eine Laborbank. Und für alle, die gestern nicht dabei waren, ihr dürft euch Namen für meine Waffen aussuchen, die ich euch gleich zeigen werde. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen was entfernen. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich meine Lieblingswaffen nicht entferne. Vor allem so eine legendäre Pistole wäre richtig geil, ne? So, die Kampfflinte brauchen wir nicht. Das Sturmgewehr brauchen wir nicht. Das behalten wir erstmal. Gatling-Geschütz. Großes Bajonett. Wenn wir erstmal Stufe 50 erreicht haben und Stufe 50 Waffen auch regelmäßig finden, dann wird das Ganze auch ein bisschen einfacher für uns. So, das kommt noch weg. Das kommt noch weg. So, zwei Sachen direkt bekommen. Also, meine Waffen, die ihr benennen dürft, sind mein Berserker, mein Gatling. Also, die Waffe könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht sehen. Wir machen das mal so. Mein Berserker dürft ihr benennen. Mein Gatling dürft ihr benennen, mein Gewehr dürft ihr benennen, meinen Hammer dürft ihr benennen und meine Pistole dürft ihr benennen. So dass ihr quasi immer ein Teil dieses Let's Plays bleibt und seid. So, sehr schön, ich bin glücklich. Ich wiege jetzt höchstwahrscheinlich weniger. Und so, liebe Mädels, nimmt man ab. Sucht euch eine Werkbank. Okay, das wollte ich nicht, aber ich habe die Werkbank. Mehr wollte ich nicht. Muss ich nur zurückfinden. Bei meiner Orientierung ist das nicht so leicht. Aha! Und hier ging es Richtung Fahrstuhl. Hey. Ab hier nur für registriertes Personal der Stählernen Bruderschaft. Das finde ich gemein. Hier raus. Ach, da oben. Alles klar. Schick mich doch mal nach oben. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich bin erstaunt, dass ich den Weg sofort finde. Ah, hier ist noch eine geschlossene Tür. Ich stehe nicht auf geschlossenen Türen. Ich bin wie Mr. Flauschig. Ich muss alle Türen öffnen, die geschlossen sind. Ja, das ist wirklich sein Charakter. Meine Katze öffnet Türen, die geschlossen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das sich erweist für unsere Haustür. Die ja geschlossen ist. Komische Geräusche. So, höher geht's hier nicht. Deswegen müssen wir einen anderen Weg hochfinden. Mann, ich bin doch jetzt 10 Kilometer entfernt von... Dafür klaue ich euch den Gartenzwerg. Ach Gott, ey. Ich krieg das hin. Ja, hab's geschafft. Aber die Beine sind ja noch wie neu. Die setze ich auf eBay. Sind die Teile nicht immer rot? So ist das Ding blau. Okay, wo jetzt hin? Ah, hier hoch und dann müssten wir eigentlich so gut wie da sein, ne? Ja. Hä? Wie? Ist das? Hä? Ach so. Das war der Stromkasten. Hä? Oh, ich bin wieder hier. Wie soll ich denn da hinkommen? Wieso bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, ich bin jetzt auf der anderen Seite, die wir gesehen haben, ne? Alles klar.
Aber die Türen kann ich ja trotzdem nicht öffnen. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Wir müssen irgendwie da hoch. Aber wie? Gibt es vielleicht einen Weg hier drumherum? Da bin ich reingefallen. Lol. Da war der Legendäre reingefallen. Oh, das ist ein Safe. So, dann nehmen wir alles mit, komm. Was soll's. Wie zum Teufel komme ich da hin? Registriere dich beim Sicherheitssystem, ja. Ist ja schön und gut, aber... Wie? Ist auch keine Tür. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Seid ihr völlig bescheuert? Oh, ich drehe bei diesem Laden hier durch. Ich wette, wir kommen doch von da dahin. Aber 100 pro. Ja, ach Gott. Da muss man doch irgendwie hochkommen können. Wir waren da doch schon oben. Wir gehen hier hoch. Und dann müssen wir eigentlich nur noch uns in die Richtung halten. Weil es ja auch kein Problem ist. Springen wir hier nämlich rüber. Und dann sind wir schon auf der Seite. Und dann geht's hier... Ah. Okay, eine kleine Jump-and-Run-Action, aber... Wir gehen mal hier entlang. Wie, ich muss noch höher. Warum kann ich einfach alles funktionieren? Aber ist ja kein Problem, wir gehen einfach noch höher, schnappen uns das Redway hier und die Armee-Munitionstasche. Was auch immer das bringt. Was bringt die Armee-Munitionstasche? Kriege ich irgendwelche Munition oder so? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oder kann ich mir... Habe ich jetzt irgendwas nachgeladen? Ich weiß es nicht. Wo bin ich jetzt? Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht perfekt. Oh, ich hab's geschafft. Und hier sind Werkbänke. Challenge abgeschlossen. 2560 Atom. Ihr fragt euch sicher, Zero, wo ist dein Atom hergekommen? Habe ich mir gekauft. Also, ist recht simpel. Ich dachte mir, ich will auch mal ein paar Atoms haben. Okay, kriege ich Munition. Was zur Hölle bringt das? Keine Munition bekommen. Es ist schon so lange her, dass die Kommunikation mit dem ältesten Maxen und Lost Hills zusammengebrochen ist. Paladin Tegrity ist fantastisch, keine Frage, aber der Älteste fehlt mir trotzdem. Ich weiß noch, wie ich in Camp Ventur saß und er eine Vision hatte. Er sah irgendeinen Weg, wie wir durch diese Hölle auf Erden kommen und wieder einen Zustand erreichen, der dem ähnelt, was wir verloren haben. Ich kann mir keinen besseren Paladin als Tegrity vorstellen, aber was würde ich nicht dafür geben, mir noch einmal die Vision des alten Mannes für eine bessere Zukunft anhören zu können. War das nicht so, dass Maxen, der Vater, oder auf jeden Fall ein Vorfahr von dem anderen Maxen in Fallout 3 war und der aus Fallout 3 der Maxen wurde ja erwachsen in Fallout 4? So war das doch, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ein Kopfgewehr. Ihr nehmt's mit.
Knappe Evelyns Tagebuch, Seite 16. 1. Juni. Belmont hat sich tagelang unerlaubt von der Treppe entfernt und kam freudestrahlend wieder zurück. Nachdem Esposito ihn wieder ausgespuckt hatte, meldete er sich ab, packte seine Ausrüstung und ging direkt durch die Sicherheitstür. Alle machten sich vor Angst in die Hosen. Der Palatin verhörte ihn höchstpersönlich und das mehrere Stunden lang. Aber jetzt hockt Belmont gemütlich im Thunder, während wir armen Schweine uns hier draußen den Hintern wund sitzen. 8. Juni. Ich habe Belmont zur Rede gestellt und ihn gefragt, wie zum Teufel er durch die Sicherheit gekommen ist. Nur Militärpersonal kommt da durch und er war vor dem Krieg bloß eine Art Mechaniker. Das Einzige, was er mir sagte, war Camp McClintock. Was zum Teufel? Der Typ ist echt ein Arschloch. Kann ich mir auch nichts mehr vorstellen. Zwangsjacke. Okay, Irrenanstalt. Was bringt diese Munitionstasche? Ich google hier nach der Folge. Ich sag's euch. Google. Ach, der Fahrstuhl führt mich hierher. Wow, ist ja der Wahnsinn. Wozu bist du da? Jetzt ernsthaft? Wozu ist der da? Oder bringt er mich noch höher? Ich glaube, der bringt mich noch höher. Tada! Maschinenpistole. Laser, Scharfschützengewehr, Kampfflinte, Munition, Licht, Klemmbrett, oh, Munition, Sturmgewehr, ich bin wieder überladen, geil. Naja, hat sich gelohnt. Wir haben hier zum Glück Werkbank, wo wir das Ganze auseinanderbauen können. So, Waffen, Gewehr, Kampfflinte jetzt. Ah, gut. Das bringt mir nicht viel. Das bringt mir jetzt nicht wenig. Genauso wie das. Und das. Und das. Naja, kriegen wir wenigstens ein bisschen Material zusammen. Na gut. Positronik. Hier bin ich. Neues Personal registrieren. Admin-Kommentar. Das Sicherheitssystem ist rein militärisch. Wenn Sie kein Soldat waren, kommen Sie nicht hinein. Wenn Gell Grant nicht knietief in lebenswichtigen Aufgaben für die Bruderschaft steckt, wird er sich darum kümmern, dass auch Zivilisten registriert werden können. Und jetzt Ruhe. Scannen. Bitte scannen Sie eine gültige US-Militär-ID. Okay. Schick mich jetzt bitte nicht wieder in den Arsch der Welt. Herzlichen Glückwunsch, Appalachia. Paladin Zegardy hat mir von eurem Sieg in Huntersville erzählt. Ich weiß, der Erfolg war mit hohen Verlusten verbunden. Aber zukünftige Generationen werden euch danken. So wie ich euch jetzt danke. Ich bin voller Stolz. Aber das ist nicht der Grund für diese Mitteilung. Einer der Aufträge der Bruderschaft lautet, stets nach wertvoller Technologie Ausschau zu halten. Nach allem Möglichen, was uns auf unserem Weg helfen könnte. Doch ich sehe in allen Richtungen nur Chaos. Kein Licht brennt und die Menschen sind kaum besser als Barbaren. Zivilisation. Jeden Tag denke ich an Zivilisation. Lizzie muss mittlerweile von dem Wort die Schnauze voll haben. Um die Zivilisation wieder aufzubauen, um sie zurückzuerobern, werden unsere Nachfolger die Geheimnisse der Vergangenheit brauchen. Die Geheimnisse der Vergangenheit. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich den Zettel nicht mitnehmen konnte. Und da wusste ich, Quest. Die kleinen Schweine. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir uns hinporten dafür. Ich hoffe, das Ding ist nicht zu weit weg. Waren wir da nicht sogar schon? Der Name kommt mir so verdammt bekannt vor. Jetzt gehen wir raus, stehen ja zwei Leute und erschießen mich. Wir laufen Gefahr, auf immer und ewig verloren zu gehen. Jetzt waren unsere Gewehre nichts als Werkzeuge, die unsere Ritter beschützen und unsere Basen instand hielten. Das muss sich ändern. Jetzt war die Bruderschaft eine gut gerüstete Kampftruppe. In Zukunft werden wir die Hüter der Zivilisation. Wir müssen also jeden Bauplan, jedes Holoband, jedes Buch und jede gottverdammte Notiz einsammeln, die die
die Bausteine der alten Welt enthalten, bevor es zu spät ist. Unsere Gelehrten werden sie an sich nehmen, sicher verwahren und vielleicht sogar neue Erkenntnisse gewinnen. Und die Eltern werden sie beschützen. Eine harte Schale um einen kostbaren Samen. Eines Tages, wenn die rechte Zeit gekommen ist, wird aus diesem Samen eine neue Zivilisation erblühen. Dies ist es, warum wir geboren wurden. Seht ihr das nicht auch? Mitmenschen zu helfen ist ein gutes Ziel, das Ziel eines Soldaten. Aber auf diese Weise werden wir der Antrieb sein, der die Welt verändert. Sicher habt ihr Fragen. Paladin Taggarty ist voll informiert. Ich habe größtes Vertrauen in das Volk von Appalachia. Ältester Maxon, Ende. Der Maxon ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen, dass er ein kleiner Hitler-Verschnitt ist, aber... Na doch, ich meine, er kann gute Reden schwingen. Konnte Hitler auch. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum er an der Macht war. Weil er reden konnte. Er war nicht irgendwie besonders stark. Ich meine, Hitler konntest du einmal zwischen die Beine schlagen und er war tot. Ist halt so. Macht ihn jetzt zu nichts Besonderem. So, wenn hier irgendwo eine Brandbestie ist, könnten wir sie erledigen. Und... Hi! Wo kommst du her? Er war so aufgeploppt. Er kann sich nicht bewegen. Oh, du aber schon. Und du auch. Ich zieh dich. Wie die einfach aufgeploppt sind. Entdecktes Horn? Aber wir waren hier doch schon mal. Das ist nicht das erste Mal. Na, Kollege, kannst du dich etwa nicht bewegen? Weißt du was? Für dich verbrauche ich gerne. Ein bisschen was. Damit es ein bisschen schneller geht. Was war gerade mit meiner Waffe los? Wieso ging das gerade nicht? Hä? Ich konnte einen Schutz machen. Oh, Savage Divide. Schatzkarte 10. Ich sehe einen Riss. Nicht gut. Armee-Munitionstasche. Ich glaube, das ist Schrott, ne? Ballistische Fasern. Ich muss das nicht googeln. Sorry, Leute, ich weiß, es war dumm. Was soll ich sagen? Munitionstasche hört sich nach etwas Wertvollem an, ja? Nicht nach Müll. Da denkt man nicht daran, dass man irgendwie Fasern daraus bekommt. Da denkt man, dass es... Dass man mehr Munition tragen kann. Ich weiß, ich kann rein theoretisch unendlich Munition tragen. Aber ich meine ja nur, vielleicht wird das Gewicht durch die Tasche verringert. Wie das physikalisch möglich ist, ist ja eine andere Geschichte. Hat mich ja nicht zu interessieren. Es soll einfach nur funktionieren. Ich bin aber auch blöd. Willst du mir vielleicht ein Level up beschreiten? Bereiten. Beschreiben ist auch nicht gut. Auch nicht schlecht. Oh Gott, ich habe gerade das Abwehrding ins Kirchens. Was ist denn los? Ach, der macht sich unsichtbar, die Sau. Lauf doch nicht weg. Ich will mein Level up von dir haben. Oh, Scheiße. ...103 Erfahrung. Die schön ins Face. Niemand ist hier, Kleiner. Okay, ich wurde gesehen. Hammer raus. It's Hammer Time. Ach du Scheiße.
Der hält viel aus. Du bist nicht so cool, wie du denkst. Auch wenn du echt einer der coolsten Figuren Gegnern in Fallout bist. Ich muss sagen, der Myrlock-König ist vom Design her eins der coolsten Viecher hier. Ich liebe das Ding. Ich meine, damals in Fallout 3. Ja, semi-cool. Aber jetzt. Jetzt haben die da richtig was draus gemacht. Außenposten Alpha. Ungefüllter Kickball. Das nehmen wir auch alles mit. Waren das nicht zwei Könige? Ich hätte schwören können, ich hätte zwei gesehen. Wo ist eigentlich die andere Quest? Wo führt uns die andere Quest hin? Ah. Scheiße, das wäre erst dort gewesen. Und da knallen sie sich gegenseitig ab. Aber da nicht. Ja gut, wir gehen trotzdem zuerst den Ort suchen mit den technischen Daten. Kann ja nicht schaden, wenn wir da zuerst hingehen, ne? Jetzt sind wir ja schon fast da. Fast ist gut, aber wir sind nahezu da. Sagen wir es so. Nahezu. Hört sich besser an. Was mich hier wundert. Holy shit, ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte, du wärst ein anderer Spieler, der sich angeschlichen hat. In jedem Gebiet, in jedem Fallout-Spiel gibt es ein Gebiet, das voller Todeskrallen ist. Haben sie die Todeskrallen jetzt so stark gemacht, dass sie kein Gebiet mehr daraus gemacht haben? Weil es gab immer so ein Todeskrallengebiet. Das habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Ich meine, klar. Man könnte sich ziemlich fett voll farmen, wenn man da nur Todeskrallen tötet. Aber wie vermisse ich das? So ein Gebiet, das dich quasi... Die machen das ja immer so, dass du am Anfang, direkt am Anfang in der Nähe ein Todeskrallengebiet hast, sodass du halt die Main-Quest nicht verkürzen kannst, indem du da wie ein Berserker durchrennst, sondern da kannst du erst später rein, weil die Todeskrallen, die zerfetzen sich natürlich, zack, bist du weg. Natürlich kannst du auch durchrennen und mit ein bisschen Glück schaffst du es. Aber ich vermisse das schon. So ein Gebiet, wo du wirklich dich nicht hintraust. Ich meine, klar, wenn du hier mit Stufe 1 irgendwo hinrennst, wo du nicht sein solltest, wie hier, bist du auch am Arsch, aber du hast ja keinen Grund, hierher zu gehen. In den anderen Spielen hattest du einen Grund, durch die Todeskrallengebiete zu gehen. Das habe ich gesehen. Was war das? Kommt mir das nur vor, oder sind die Monster heute ein bisschen laggy? Bergwert Kerwert. 195 Erfahrungen. Leider nicht für den Gegner, sondern für das Erkunden, ne? Na, Meise. Null. Gutes Härchen. Ich wette, da gibt's nur ein Event. Mehr wird's da wahrscheinlich nicht zu finden geben. Aber wir gehen hier trotzdem mal rein. Hätte es ja auch ein bisschen einfacher machen können. Ich hasse Schlosserknacken. Hey, was? Geh weg! Was willst du von mir? Jetzt kribbelt's mich. Wegen dem scheiß Käferviech. Bergarbeiteruniform. Salisbury Steak. Hundefutter in der Dose. Dafür habe ich mich hier jetzt reingehackt. Was sagt man zum Schlossknacken? Ich meine, beim... Du kannst sagen, ich habe mich irgendwo reingehackt. Aber was sagst du beim Schlossknacken? Ich habe mich irgendwo reingeknackt. Tschüss. Oder was sagt man beim Schlossknacken? Muss ich mal überlegen. Reingeknackt? Ich bin eingebrochen, ja, aber wie? Das klingt nicht so cool, wie ich habe mich reingehackt. Das kann ich nicht verwenden. Habe ich die ganze Zeit Licht angehabt? Oder habe ich es gerade angemacht? Fragen über Fragen. Hm.
Du bist echt stark drauf. Der Viech tötet mich auch fast. Respekt an dich. Da waren wir, oder? Ich weiß nicht, ich find's cool, dass es hier so viele Camps gibt. Aber hier wird auch in das Moor hat die fruchtbare Saison. Achso. Täglich, Wiederverwertung. Interessiert mich halt nicht. Ich finde das halt cool, dass hier die Bruderschaft wirklich überall diese Stützpunkte aufgebaut hat. Ist halt was Besonderes. Finde ich, so einen leichten Flair, dass sie hier wirklich versucht haben, irgendwie irgendwas zu verteidigen. Die Stadt oder so. Alter, das ging ja aber voll daneben. Was ist denn los mit dir? Ach so. Das ist los mit ihm. Er wollte wahrscheinlich auf ihn zielen. Gib mir Erfahrung, ich will die 50. Ich kann nur noch eine Folge aufnehmen, bis ich zur Arbeit muss. Also los. Gib mir die 50. Ich will den Loot. Ich will den Loot. Ich wollte nur an den Loot kommen. Ich muss mal ganz kurz nach meiner Munition gucken und sämtliche Raketen entfernen. Ich bin immer noch überladen. Was sind die Raketenwerfer? Aber egal, wir sind gleich im Camp. Und im Camp haben wir ja zum Glück die Möglichkeit, noch ein bisschen was auseinanderzubauen. Mal gucken. Soweit ich weiß und soweit ich gehört habe, ist es ab Stufe 50 nicht mehr möglich, normal zu leveln. Also man kriegt natürlich sein Level, aber man kriegt natürlich keinen Spezialpunkt mehr, ne? Da muss man irgendwie sich entscheiden, ob man einen Punkt versetzen will oder ob man eine Karte ziehen möchte. Was natürlich den Vorteil hat, dass man wahrscheinlich bis ins Unendliche leveln kann, ne? Das ist recht praktisch. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf diese eine Situation. Wo wir endlich ein Bild erstellen können. Ich meine, wir landen ja jetzt erst heute oder morgen im Late Game. Weißt du was? Wie viele Raketenwerfer habe ich? 2. Die wiegen 20. Weg mit dir. Weg mit dir. Braucht doch keine Sau, den Scheiß. Selbst wenn ich die Upgrades habe. Was ist... Achso. Ich werde Raketenwerfer eh nie nutzen. Vielleicht irgendwann, aber ich habe ja nicht drauf geskillt. Ja, mal gucken. Je nachdem, was für Karten wir bekommen, werden wir wahrscheinlich immer wieder Dinge austauschen. Und mit ein bisschen Glück ist jetzt hier kein menschlicher Spieler. Scheiße, hat er mich gesehen? Was für ein Tag, oder? Aber ich habe sie endlich aufgespürt. Glückwunsch! Sie sind der Gewinner der Great... Was schreist du mir ins Auge? Ich habe sie zuerst getroffen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich habe sie zuerst getroffen. Ich habe sie zuerst getroffen. Dieser dämliche Preisbot. Er hat mich zu Tode erschreckt. Wie kann... Der kommt aus dem Nichts und erschreckt mich. Ich konnte nichts machen. Ich war wie paralysiert in dem Moment. Der hat mir ins Ohr geschrien. Herzlichen Glückwunsch. Leck mich doch. Was geht denn da ab? Ich hätte mich ausziehen sollen. Ich hätte meinen Berserker nehmen sollen. Aber nein, ich war...
So ein Dreck. Ich hab den zuerst erwischt. Ich hab ihn zuerst zurückgeschlagen, hab ihn dann nochmal geschlagen. Es hat nicht gezählt. Stattdessen hat er mich gemonshottet. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet, keine Ahnung. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir kommen aber noch nicht zurück hierher. Weil der Weg hierher, wobei, ja gut, ich wohne ja hier oben, ne? Der Weg hierher ist doch ein bisschen zu lang. Da könnte irgendwo noch eine Station sein. Aber wir gehen jetzt erstmal. Wo kann ich spawnen? Kann ich hier spawnen? Wo spawn ich? Ignorieren. Neu spawnen. Achso, ich kann nur eine Station Vetogar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann. Ich habe ihn zuerst. Wie konnte ich das verkacken? Oh, ich ärgere mich jetzt so. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Scheiße.